Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über Literaturverwaltung. Ich weiß, dass super viele von euch mit dem Thema Literatur und Arbeiten schreiben, wissenschaftliche Arbeiten schreiben, ziemlich strugglen und auch nicht wissen, wie sie die komplette Masse an Literatur verwalten sollen. Und genau deswegen sind wir heute da, um uns anzusehen, wie ich meine Literatur verwalte. Ich bin mit diesem System sehr zufrieden. Ich habe es jetzt quasi ein bisschen perfektioniert, jetzt wo ich mit meiner Masterarbeit anfange zu schreiben. Und deswegen dachte ich, teile ich das Ganze mal mit euch und hoffentlich könnt ihr da ein bisschen Insight bekommen, wie ich das Ganze mache, und vielleicht kriegt ihr auch eine Inspiration für euch selbst. Beginnen wir mit den Basics. Wenn man nämlich anfängt, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, dann sollte man sich auf jeden Fall ein Zitierprogramm raussuchen, das man dann an seinem Computer verwenden kann. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ihr verwendet, um letztendlich zu schreiben. Viele von euch werden wahrscheinlich mit Microsoft Word schreiben. Ich schreibe tatsächlich in LaTeX und ich habe mich deswegen für ein Zitierprogramm entschieden, das Zotero heißt. Das System, was ich euch jetzt zeige, funktioniert, soweit ich weiß, nur mit Zotero. Aber Zotero funktioniert auf allen Plattformen, also es funktioniert auch auf Windows, es funktioniert auch mit Microsoft Word, es funktioniert sogar mit Google Docs, das heißt, es geht sogar im Internet browserbasiert, das heißt, es ist wirklich Open Access für jeden und es ist auch eine komplett kostenlose Software. Aber was mir das Ganze bringt, ist, dass ich im Prinzip einen Ort habe, wo meine ganzen Zitate oder ganzen Sachen leben. Offensichtlich bin ich noch nicht fertig mit dem Schreiben meiner Masterarbeit, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt an Literatur, die ich mir so ein bisschen vorgenommen habe zu lesen, beziehungsweise teilweise auch schon gelesen habe. Wie ich das mache, ist ganz simpel. Wenn ich ins Internet gehe und hier dann zum Beispiel bei Google Scholar bin und nach irgendwas suche, kann ich hier draufklicken und ich kann dann über den Browser direkt diese Literatur, dieses Paper, was auch immer ich gefunden habe, in Zotero überführen lassen, indem ich einfach nur darauf klicke. Das ist eine Extension, die bei Zotero mit dabei ist und soweit ich weiß, gibt es auch funktionierende Extensions für Google Chrome und so weiter. Das heißt, ihr müsst nicht Safari verwenden, wenn ihr das nicht machen möchtet, was ich voll verstehen kann. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man jetzt Zotero konkret mit dem einzelnen Schreibprogramm integrieren kann. Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden, sondern ich möchte über den nächsten Schritt sprechen. Jetzt habe ich also quasi ein Paper gefunden, irgendeinen wissenschaftlichen Artikel, den ich super interessant finde, habe das in mein Zotero reingezogen, damit ich schon mal das abgefeiert habe und mir irgendwie merken kann, okay, hey, das kann ich dann zitieren und so weiter. Aber was ich ja auch möchte, ist, ich möchte ja diese wissenschaftliche Publikation irgendwie lesen, Notizen haben und das Ganze auch irgendwie wegsortieren. Und zwar so, dass ich es aber auch wiederfinden kann, wenn irgendwas darüber wichtig ist und so weiter. Ich bin ein riesiger Fan von Notion, wie viele von euch vielleicht wissen, für die, die neu hier sind. Ich bin ein riesen Fan von Notion und Notion ist eine kostenlose Produktivitäts-App. Und ich habe von irgendwem von euch dann den Tipp bekommen, dass es eine Extension gibt, die sozusagen Notion und Zotero verbindet. Und diese Extension heißt Notero. Notero ist bei GitHub einfach öffentlich verfügbar. Ihr könnt das Ganze runterladen. Es gibt auch ausführliche Anleitungen hier unten, wie das Ganze funktioniert. Ich würde euch empfehlen, das euch einfach ausführlich anzuschauen. Ich habe da schon ein bisschen mit rumgespielt. Also es hat schon eine Stunde gebraucht, bis ich das wirklich installiert habe und so weiter. Und um das zu machen, muss man sich in Notion vorab eine Tabelle erstellen, die eben bestimmte Eigenschaften hat. Und diese Tabelle habe ich hier. Und das ist jetzt hier die Notion-Page, passend zu meinem Zotero-Account. Bevor wir weitermachen mit dem Video, möchte ich euch aber den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist Soundcore by Anchor. Anchor ist eine Marke, die ich super gerne liebe. Ich liebe deren Produkte und sie haben bisher so gute Langlebigkeit gezeigt. Deswegen freue ich mich heute mit ihnen zusammenzuarbeiten mit den Sleep A10 Earbuds. Ihr wisst, dass Schlaf essentiell ist für eine gute Routine, aber ich weiß, dass einige von euch vielleicht in Studierendenwohnheimen leben oder in anderen Situationen, wo die Wände einfach sehr dünn sind und man abends dann doch sehr viel mitbekommt, seien es Partys oder andere Aktivitäten von unseren MitbewohnerInnen. Und genau deswegen finde ich, dass es für Studierende eigentlich eine super Sache ist, sowas zu haben wie die Sleep A10 Earbuds. Das sind nämlich Kopfhörer für den Schlaf. Und ja, das geht und es ist tatsächlich gemütlich. Ich hätte es mir selbst nicht vorstellen können. Mit dem 4-Point Noise Masking System haben sie ein System, mit dem sie Geräusche aktiv unterdrücken. Sie haben dazu eine begleitende App und da kann man sich dann zum Beispiel Geräusche zum Einschlafen anmachen, sei das einfach so ein Rauschen. Wenn man dann eingeschlafen ist, machen sie automatisch die Geräusche für einen aus und man kann sich auch einen Wecker stellen, also man muss keine Angst davor haben, dass man dann seinen Wecker nicht hört oder irgendwas anderes. Ich finde es erstaunlich, dass es sowas gibt und dass das auch irgendwie funktioniert. Also sie sind tatsächlich super klein und auch für Seitenschläfer wie mich ist es tatsächlich möglich, damit zu schlafen. Und vor 10 Jahren, als ich im Wohnheim gelebt habe und die Party schon am Dienstag losging, hätte ich mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr über so Kopfhörer gefreut. Und schaut doch gerne im Produktlink in der Description-Box vorbei, wenn das nach etwas klingt, was ihr euch vielleicht anschaffen könntet. Und wir machen dann einfach direkt mit dem Video weiter.
Ich habe jetzt hier unterschiedliche Reiter gemacht, um das Ganze für mich ein bisschen zu sortieren. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen durchsprechen mit euch, weil dann bekommt ihr auch eine gute Idee davon, wie ich ungefähr mit meiner Literatur umgehe. Es ist nicht perfekt gepflegt. Ich glaube, kein Literatursystem ist jemals perfekt gepflegt. Es ist einfach der Fluch des Akademikers, dass man niemals alles lesen wird, was man sich so vornimmt zu lesen, beziehungsweise nicht alles so gründlich liest. Zuallererst hier die Tabelle. Wir haben hier bestimmte Sachen, die ich eingefügt habe. Und ich habe euch in der Description Box eine Tabelle, ein kleines Template von Notion mal verlinkt und da ist die Tabelle schon vorgefertigt für euch. Das heißt, ihr müsst sie dann nur noch mit dem Notero-Plugin zusammen verbinden. Man sieht dann auch hier unten, dass es eine Notero-Connection gibt. Zotero kann dann eben die Sachen direkt hier rüberschieben, automatisch, wenn ich es aus Safari raushole. Jetzt habe ich das Ganze hier unterteilt in eben vier unterschiedliche Reiter. Das ist All. Ich finde aber diese Ansicht nicht sonderlich schön und ein bisschen, ja, einfach eine schlechte Übersicht und habe deswegen den Reiter Inbox gemacht. Den Reiter Inbox macht aus, dass diese Sachen hier keine Priorität hinzugefügt bekommen haben. Priorität ist eigentlich tatsächlich nur ein Indikator für mich und Keywords ist auch ein Indikator für mich. Das heißt, diese Paper wurden hier eingefügt am 18. August 2022, 30. August 2022, hier liegen noch ein paar Paper ab. Ich habe diesen Paper noch keine Priorität gegeben und auch noch keine Keywords gegeben. Priorität bedeutet für mich eigentlich nur, mit welcher Priorität ich dieses Paper lesen möchte, also wie wichtig es für mich sein könnte. Und Keywords sind für mich meine Keywords, die ich eben brauche, um ein Paper wiederzufinden. Das heißt, wenn ich zu einem gewissen Thema irgendwie ein Paper suche oder ein Paper reinziehe, dann gebe ich dem auch noch ein Keyword, um zu sagen, hey, dieses Paper geht darum. Wir können ja mal hier zum Beispiel reinschauen. Local 3D Matrix Microenvironment Regulates Cell Migration Through Spatial Temporal Dynamics of Contractility Dependent Adhesions. Contractility Dependent Adhesions würde ich sagen, ist Mechanosensing, Cell Adhesion und ECM wären wahrscheinlich Microenvironment, das ist nämlich immer ECM. Das sind so ein bisschen die Keywords von diesem Paper. Jetzt, wie gesagt, ich habe es offensichtlich nicht perfekt gepflegt. Das heißt, ich weiß leider nicht mehr, welche Priorität das hat. Aber wenn ich mir das so angucke, hat es eine relativ hohe Priorität, weil das eigentlich ganz interessant fängt. Das heißt, ich gebe dem Ganzen die Priorität B und dann verschwindet es automatisch aus der Inbox. Und so kann man quasi durchgehen mit den einzelnen Papern. Interplay of Row A and Mechanical Forces in Collective Cell Migration Driven by Leader Cells. Okay, das ist super easy. Dann machen wir hier Collective Cell Migration. Wir haben ein bisschen Signaling auch da drin. Row A ist nämlich ein Signaling-Molekül. Molecular Forces sind, gucken wir mal, Mechanotransduction vielleicht. Like driven by Leader Cells. Haben wir Leader Cells? Nein, haben wir nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Und Row A könnte für vor allem für meine Project Proposal Präsentation relativ wichtig sein. Also geben wir dem Ganzen mal C. Und dann gehen diese Paper eben von Inbox in To Read. Und in To Read haben alle meine Paper, wie ihr sehen könnt, haben hier ihre kleinen Keywords. Und es ist auch sehr klug, das sofort zu machen. Ich kann es nur empfehlen, weil ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mehr, was ich am 11. Juli mir mit diesem Paper gedacht habe hier. Das war wahrscheinlich irgendwas, was ich super interessant fand. Am 11. Juli hatte ich wohl einen richtig inspirierten Moment und ich muss mir das Ganze jetzt dann Titel für Titel da durchgehen und so dann die Keywords zuordnen. Also ich empfehle es, sofort zu machen. Ich mache es meistens nicht sofort, wie man sieht. Und dann habe ich hier eben ganz viele unterschiedliche Keywords von Sachen, die ich lesen möchte. Wenn ich jetzt dieses Paper lesen möchte, also wir schauen jetzt mal dieses Paper zum Beispiel an. Wir haben den Ganzen gerade zugeordnet und ich bin jetzt bereit, dieses Paper zu lesen. Dann habe ich tatsächlich hier unten ein kleines Template abgelegt und ich kann auf dieses Template dann draufklicken, Untitled, und dann wird das automatisch zu diesem Paper-Template und das können wir uns gerne nochmal genauer ansehen. Das Paper-Template hat nämlich für mich sozusagen die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich ein Paper lese. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das werden die meisten Akademiker auch sagen, ich lese nicht jedes Paper komplett vollständig zur Vollendung durch, sondern ich gehe die unterschiedlichen Bereiche eines Papers durch und schaue dann, was ist für mich wichtig, was ist für mich nicht so wichtig, etc. Und so hat jeder unterschiedliche Bereich von einem Paper eben unterschiedliche Dinge, die für mich relevant sind. Bei einem Titel möchte ich zum Beispiel die Keywords ansehen. Das fülle ich meistens nicht komplett aus, weil ich hier oben schon Keywords habe. Und im Titel steckt auch meistens die große Erkenntnis von diesem Paper. Und ich versuche das dann in meine eigenen Worte zu formulieren und dann hier als Result mit reinzuleben. Im Abstract kriegt man eben meistens so dieses Ding, was für eine Forschungslücke versucht dieses Paper eben zu füllen. Was für eine Main-Methode gab es da drin? Manchmal sprechen sie über die Methoden, manchmal nicht. Und was ist das hauptsächliche Ergebnis, was sie hier verkaufen möchten? Und dann
Dann gehe ich eben die Introduction durch. Ich gehe meistens nicht die komplette Introduction durch, sondern immer nur den ersten und den letzten Abschnitt einer Introduction. Der allererste Abschnitt gibt einem nämlich einen ganz großen Überblick über die Hintergrundinformationen, die man für das Paper benötigt. Der allerletzte Abschnitt gibt dann meistens so die richtige Einordnung ins Forschungsthema, wo man sagt, okay, das ist die Intention von diesem Paper. Und dann gibt es für Results, nehme ich meistens tatsächlich nur die Titel der Unterabschnitte von Results, weil im Abteil Resultate oder Results, zumindest in naturwissenschaftlichen Papern, ist die Überschrift eigentlich immer die Erkenntnis, die darin gemacht wird. Wenn es jetzt zu den einzelnen Resultaten irgendetwas gibt, was ganz Besonderes ist, dann kann ich das natürlich hier mit in die Sachen mit reinfügen. Ich lese die Results auch, aber ich überfliege sie eher. Also ich schaue mir wirklich die Überschrift an und überlege, habe ich das verstanden, was da steht oder nicht. Wenn ich es nicht verstehe, dann lese ich den Abschnitt. Und wenn ich verstehe, was sie mir sagen möchten und das Gefühl habe, das ist jetzt nicht so krass relevant zu dem, was ich wissen möchte, dann lese ich den Abschnitt meistens nicht oder überfliege ihn nur. In der Conclusion gibt es meistens noch unterschiedliche Sachen, die wichtig sind. Discussion Points, also vielleicht weitere Forschungslücken, weitere Fragestellungen, vielleicht Fragestellungen, die ich dann bearbeiten möchte in meiner Masterarbeit oder in meiner Forschung im Allgemeinen. Dann Ideen für zukünftige Research, also für irgendwelche wissenschaftlichen Fragen, die vielleicht noch offen liegen. Und Takeaways für mich sind meistens ganz bestimmte Sachen. Also oft gibt es nämlich ein oder dieses Paper kann mir dann helfen, ein oder zwei Sachen zu belegen, die ich dann in meiner Introduction dann selbst einbaue. Und das schreibe ich meistens hier in Takeaways for me. Hier lasse ich noch einen Bereich offen für Useful References. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Lesen bemerke, das klingt nach einem richtig guten Paper, dann haue ich sie schnell hier rein, um sie später einfach nicht zu vergessen und zu ergoogeln. Allerdings passiert mir dann meistens genau das, was man eben in meiner Inbox gesehen hat. Und zwar, dass ich einfach 20 neue Paper drin habe, weil ich die ganze Zeit Paper lese und denke so, das klingt gut, das klingt auch gut, das klingt auch gut. Auch nicht so empfehlenswert. Ich versuche dann meistens nochmal die Keywords zu überarbeiten, wenn ich fertig bin mit dem Lesen des Papers. Meistens kommen dann irgendwelche neue Keywords raus oder neue Sachen, wo ich sage, okay, das wäre eigentlich ganz wichtig, nochmal hier zu vermerken und überarbeite das Ganze dann nochmal. Und wenn ich das Ganze gelesen habe, dann mache ich hier unter Red ein kleines Häkchen und dann kommt es natürlich in die Red-Kategorie. Das sind also die Paper, die ich alle schon wirklich sehr ausführlich durchgearbeitet habe und man sieht auch hier, dass ich meine Notizen schön gemacht habe zu den unterschiedlichen Themen. Ihr seht, manchmal mache ich nicht so viele Notizen, also manchmal ist es einfach nicht nötig, aber vor allem, wenn hier ein Sternchen dran ist, sind meistens recht viele Notizen drin, weil das dann Sachen sind oder ganz wichtige Sachen sind, die ich unbedingt brauche oder ganz viele Referenzen, die ich für wichtig halte. Aber ihr seht, manchmal habe ich auch kleine Screenshots hier drin und so weiter und so versuche ich dann eben das Wissen da drin zu behalten. Ich habe jetzt hier hinten, sieht man was Kleines, Research Questions und das ist so ein bisschen etwas, was ich super spannend finde und ich versuche gerade so ein bisschen meinen Umgang damit zu lernen. Und zwar, man kann in Notion auch gewisse Datenbanken mit anderen Datenbanken verlinken. Ich kann euch nicht hier alles zeigen, beziehungsweise ich zeige euch vielleicht einfach nicht die Fragen, aber es gibt eben bestimmte Fragen oder gewisse Themen in meiner Masterarbeit, zum Beispiel zu Zell-Matrix-Adhäsionen. Wenn ich darüber dann schreibe, dann möchte ich hier in diese Tabelle reingehen können und sofort sehen können, aha, diese Paper sind super relevant dafür. Sie haben nicht nur die Keywords, die irgendwie mit Zell-Adhäsionen zu tun haben, sondern sie haben wirklich ganz konkret mit Zell-Matrix-Adhäsionen zu tun und sind Paper, die ich unbedingt zitieren muss in meiner Introduction oder in meiner Discussion und so weiter etc. pp. Und die verlinke ich dann hier rein. Die sind quasi direkt in dieser Tabelle mit verlinkt in der Literaturtabelle. Das heißt, ich habe hier eine Tabelle, wo ich einfach nur sehe, warum Wundheilung, warum ist das ein interessantes Thema? Und dann habe ich hier direkt ganz viele Paper, die ich unbedingt zu dem Thema, warum Wundheilung, zitieren möchte und kann sie hier ablegen und kann so dann direkt auf draufklicken und habe so dann direkt die Einbindung zu den Notizen und so weiter. Wir fassen zusammen, es gibt Safari. Auf Safari kann ich dann ein Paper irgendwie raussuchen, direkt auf den kleinen Zotero-Knopf drücken und das Ganze wird dann direkt zu Zotero geschickt und Zotero schickt das Ganze automatisch weiter in meine Notion-Tabelle mit den Literatursachen, wo ich dann meine Notizen mache, meine Keywords mache, meine Unterteilung in die unterschiedlichen Bereiche und so dann auch einen super guten Überblick darüber habe, was ich wo zitieren möchte und was wo super wichtig ist und was auch so die Hauptaussage von jedem einzelnen Paper ist. Wenn ich jetzt dann tatsächlich am Schreiben bin, das Ganze verwende, dann gehe ich wieder zurück zu Zotero. Wie gesagt, ich schreibe in LaTeX und was man dafür macht, ist, dass man eben das File macht und dann macht man Export Library und man muss das Ganze dann als BibTeX exportieren und diese BibTeX-File verlinkt man dann in LaTeX und ich habe dann sozusagen von LaTeX aus dann direkt Zugriff auf diese Citations, die ich eben hier in Zotero bzw. Notion abgelegt habe. Lasst euch nicht irritieren
von diesem Saving Items Notions Error. Das ist nämlich normalerweise nicht der Computer, den ich zum Schreiben verwende. Das ist mein privater Computer und ich schreibe auf meinem Institutscomputer. Deswegen funktioniert die Verbindung hier nicht so perfekt, aber auf dem Institutscomputer ist alles kein Problem. Ich habe euch in der Description Box, wie gesagt, diese Tabelle hier verlinkt. Das ist eine Tabelle, wo die ganzen Sachen drin sind, von denen ich euch eben erzählt habe. Zum einen die Pflichtsachen, die ihr braucht, um das Notero-Plugin zu verwenden. Zum anderen aber auch Prioritäten. Das ist zum Beispiel einfach eine Bedingung von mir. Das Ganze mit Red, mit Keywords und so weiter. Noch eine extra PDF-Zeile, damit ihr zum Beispiel das Paper ablegen könnt, wenn ihr es möchtet. Ihr könnt diese Tabelle einfach direkt in euer Notion importieren und dann müsst ihr das Plugin Notero zwischen Notion und Zotero dann verbinden und dafür verweise ich euch auf die Anweisung von dem Plugin selbst. Ich bin super zufrieden mit diesem System. Es ist einfach mal was wirklich, wirklich super, super hilfreich ist. Also lasst gerne aber noch Tipps, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, in den Kommentaren. Notero habe ich ja auch nur über euch kennengelernt sozusagen und es war für mich einfach die perfekte Kombination, sowohl meine Notizen als auch die Zitierungen perfekt beieinander zu haben, ohne dass ich einen großen zusätzlichen Aufwand habe, um dann zum Beispiel die Paper selbst irgendwie einzutragen und Namen die ganze Zeit rüber zu kopieren, da das eben von dem Plugin selbst gemacht wird und deswegen ist das Ganze einfach super in meinen Augen.